Es wurde im Forum die Frage gestellt, wie man, na, jetzt ist die Frage, wo ist das jetzt noch einmal kurz? Bitte um Hilfe bei Treppen, das war das hier. Und ich habe mir das mal mit den normalen Arika-Treppen angeschaut und bekam schon Schwierigkeiten mit den Verschneidungen. Das ist nicht sonderlich einfach. Wenn ich mir das jetzt kurz ansehe, ja, mit Belag und so weiter. Gut, ich möchte jetzt einen ganz anderen Weg einmal zeigen, wie man so etwas vielleicht mit Morphs hinbekommt. Morph 3D, 2D dann eben mit Linien nachzeichnen, das hat man ja relativ schnell, das ist keine 5 Minuten sowas. Im Vergleich zum Treppenmacher, der sich ja bei nahen Punkten wie hier ziemlich sperrt. Egal, ob man es jetzt außen oder innen zeichnet, es wird hier Probleme geben. Meine Überlegung ist folgende: Ich mache mir eine Innenabwicklung, knicke diese Abwicklung dann als Morphflächen, ziehe die Stiegen einfach raus und zeichne die Podeste vielleicht als Decken oder als Morphs dazu. Das wäre mal die Vorgehensweise. Also, wir haben jetzt 16 Steigungen mit 19,06. Also, wo haben wir es? Also, 16 Enter 19,06 mal, also 3,0496. Bearbeiten, kopieren. Das heißt, also ich mache das am besten im Schnitt. Dann steht es schon, die ganze Sache. Hier habe ich 0. Radius V. Das war zu hoch, zu hoch. Ich bin. Na? Also 3,0496 war das. Könnte ich natürlich jetzt auch in der Geschosshöhe eingeben, sollte ich vielleicht tun. Geschosseinstellungen 3,0496, wo immer das Ding jetzt dann wirklich sitzt. So, dann passt die Geschosshöhe schon mal her. Gut, ich habe hier die Möglichkeit, dass ich das gleich mal durch 16 teile. Das mache ich nach außen. Steuerung, Steuerung, Raute. Aufteilen 16. Okay, von hier nach hier. M messen. 19,06, das stimmt also. Das heißt, wenn ich mir jetzt einfach, ja, was haben wir als zweites gehabt? Ich bin falsch im Geschoss, aber ist egal. 26, gut, machen wir. Ah, Blödsinn. Komma 26. Und hier auch. Dann dieses hier addieren. Von hier nach hier ist eins zu viel. Brauche ich nicht. Gut. Dann eine Linie für die Laufplattdicke. Das mache ich mir jetzt einfach und gebe es 18, 20 cm nach unten. Steuerung E. Das könnte man den rechten Winkel machen. Und ich schließe es ab. Ich schließe es ab. Ich mache mir, bevor ich einen Morph mache, lieber eine Schraffur zuerst. So, jetzt muss ich zählen. Nochmal kurz im WG. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Also hier an dieser Stelle muss ich das Teil nochmal. Eins, zwei, drei, vier. Also jetzt habe ich den falschen erwischt. So, das hier. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Hier.
Steuerung Ö. Dann brauche ich es wie oft? Schauen wir mal kurz nach. 1, 2, 3, 4, 4 weitere. Steuerung Ö. 1, 2, 3, 4. Also 1, 2, 3, 4. Und da müssen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 übrig bleiben. Nicht 1, 2, 3, 4, 5, 6. Also jetzt sind wir nochmal durch. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Strich. 1, 2, 3, 4, Strich. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dann bin ich oben. Gut. Dürfte irgendwas, vielleicht ist es einer weniger, oder es ist hier falsch gezeichnet. Habe ich mich verzählt? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Wie viel habe ich? 17 wahrscheinlich. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Das stimmt schon. 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, da habe ich einen Fehler. Okay. Das bedeutet, da muss ich zurück. Da muss ich eine rausnehmen. Steuerung Ö, weil ich es ja hier zusammensetze. Und jetzt kann ich die 4. 1, 2, 3, 4. Okay. 1, 2, 3, 4. Steuerung Ö. Von hier nach hier. Steuerung Ö. Und das muss ich wieder rausnehmen. Also. Weil es ja hier zusammensteht. Okay, da hatte ich einen kleinen Denkfehler. Das heißt, ich brauche das, das und das als Morph-Fläche. Also, Morph, Leertaste-Klick, Leertaste-Klick, Leertaste-Klick. Und habe die drei Dinge jetzt nacheinander einfach im Grundriss eigentlich erwischbar. Die sind nämlich hier. In 3D. Steuerung 0. Schaut die ganze Sache jetzt so aus. Das heißt, ich setze sie mal zusammen. Steuerung E. Aufeinander. Steuerung E. Aufeinander. So, dann brauche ich im Grundriss diese. Naja, zeichnen wir es mal. Könnte ich gleich mit Morph-Linien zeichnen. Linie, ja. Hier haben wir 1,36. Also 1,3 fangen wir mal an. 30 Grad. W 30. R 1,3. Dann diese Länge weiß ich eigentlich nicht, ist mir jetzt auch mal egal. Mache ich es länger, damit ich sehe, dass falsch ist. Und 1,36. Gut, Steuerung 3. Das liegt jetzt hier. Ich nehme die mal einfach mit. Steuerung E. Gebe die mal hier hin. Steuerung D. Drehen. Ah. Bearbeitungsebene horizontal. Und drehen wir mal in die richtige Richtung. Das hier. Steuerung. Das nehme ich mit. Steuerung D.
von hier. Drehen wir mal rüber. Und das hier, so. Ja, das ist einfach. Nehmen wir das mal runter und zeichne einfach eine neue Großschreibtaste. Dann bin ich gleich, habe ich gleich die richtige Länge. D. So, jetzt habe ich mal die Abwicklungen innen. Und jetzt ist es relativ einfach, die Stiege rauszuziehen. Ich brauche nur mit dem Pfeil reinzuklicken. Jetzt habe ich nicht reingeklickt. So, Klick, reinklicken, rausstempeln. 1,03 haben wir gehabt. Und der Rest ist eine Sache fürs Podest. Gut. Ich kann das auch gleich als Morph zeichnen. So. Ich mache das mal größer, wie ich es brauche. Das kann ich dann im Grundriss ja hinbiegen. Oder ich hätte es mir einfach. Nein, ich mache noch einmal neu. So. Also. Leertaste. Ne? Findet ihr nicht? Blau. So. Das funktioniert. Trifft sich hier. Und somit habe ich den Grundriss zum Nachzeichnen einmal schön da. Natürlich könnte ich das auch sehr einfach mit einer Decke machen. Achso, nicht so, nicht geschlossen. Komisch. Zurück nochmal. Beginne hier. Habe ich doch, ist eine. Nein, das ist nicht. Das ist komisch, bin ich nicht auf derselben Höhe. Sollte ich eigentlich. Ah, irgendwie. Ja, genau. Irgendwie habe ich was verschoben. Ist klar. Ja. Durch meine Dicke, die ist ja willkürlich gewählt, bin ich zufällig in der Nähe, aber eben nicht auch ganz auf derselben Höhe. Das ist falsch. Da mache ich es dann wirklich mit einer Decke. Es ist gescheiter. Also, Decke. Da gehe ich gleich so rüber. Die Oberkante hierhin und die Unterkante mal hierhin. Ja, schaut sauber aus. Das Eckerl muss ich noch rausnehmen, aber die Höhe passt schon mal. Hier kann ich es gleich richtig machen. Passt. Die Unterkante. Entschuldigung. So. Jetzt habe ich keine komischen Verschneidungen mehr. Es ist natürlich jetzt auch durchaus möglich, dieses Eckerl hier wegzuschneiden und mit dem runterzufahren bis hierhin und hier eine komische Verschneidung zu bekommen. Aber das ist ja genau das, was der Stiegenmacher wo der Treppenmacher das Problem bekommt. Aber die 3D-Treppe, die wäre jetzt schon mal, naja, nicht ganz fertig. Da fehlt noch was. So. Ja. Das könnte ich jetzt ohne weiteres zu einem einzigen Morph machen. Also das hier. Und das, rechte Maustaste, Auswahl in Morphs konvertieren. Okay, dann dieses, 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 dieses.
Pulsche Operation vereinen. Jetzt habe ich nur mehr einen einzigen Körper. Okay, irgendwo habe ich noch einen Fehler. Aber es ist egal. Ihr wisst schon, worum es geht. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ja. Ist klar. Nein, ist nicht klar. Ah, das passt schon. Das Ganze, Steuerung E, muss ja eigentlich dann hier runter. So, wie schaut es eigentlich im Schnitt aus? Ja, die stimmt. Das stimmt alles. Das könnte ich wegnehmen. Jetzt sitzt es natürlich etwas tiefer, die ganze Geschichte. Und wenn das Morph richtig eingestellt ist, das gibt es eben einen automatischen Meterschnitt und den Rest müsste ich dann eben mit der Hand dazu zeichnen. Gut, das Geländer und so weiter kann man ja manuell dazu machen, das ist überhaupt kein Problem. So, Steuerung HTST. In allen relevanten projiziert mit Untersicht, das heißt, ich müsste es im Erdgeschoss auch sehen. Nein, so ich es nicht. Steuerung hat das T, weil ich und ein Geschoss darüber, das muss ich nehmen. Nein, sehe ich nicht. Weil es nur bis zum Geschoss reicht. Okay, aber das müsste doch. Ja, das stimmt dann für sich. Projektion, zu komplettes Element, wenn ich das jetzt nehme, zur absoluten Darstellungsgrenze, das ist die, jetzt habe ich es. Das heißt, jetzt sehe ich komplett von oben drauf. Und da habe ich es eben von unten. Wobei die Stiege wirklich genau hier hingeht und das bloß das, der Podest Untersicht Schnitt sozusagen ist. Es gibt ja dann keine. Ich schneide ja wirklich genau in einen Meter Höhe, wenn ich das kurz anschaue. Ich schneide in einen Meter Höhe genau durch das Podest. Also ich müsste das jetzt herumdrehen, dass ich sehe. Ich mache noch einen zweiten Schnitt, dann sieht man es gut. Also hier, das wäre die Schnittebene, genau hier bei 1 Meter. Und deshalb sehe ich es eben hier geschnitten, weil es eben kein symbolischer Schnitt dann ist. Also müsste das jetzt schon grafisch noch weiter überarbeiten. Aber sonst hat es ganz genau die Maße dieser Stiege. Und wie lange habe ich jetzt gebraucht, obwohl ich da ein bisschen herumprobiert habe? Eine Viertelstunde, 20 Minuten. Gut. Ich wünsche euch alles Gute, schöne Grüße von Wallersee in Salzburg in Österreich.